Vor rund einem Jahr trat der Goat Simulator eine Lawine von Gaga Games los. Jetzt kehrt die unkaputtbare Chaosziege auf der Xbox One und Xbox 360 zurück. Verbuggt wie eh und je, doch diesmal mit einer zweiten Landschaft und einem Multiplayer-Modus für bis zu 4 Männer, die per Splitscreen auf Ziegen starren. Eine ziemlich skurrile Möglichkeit, 10 Euro auf den Kopf zu hauen. I Am Bread, die erste und hoffentlich auch letzte Brotsimulation der Videospielgeschichte. Experimentierfreudige PC-Besitzer schlüpfen in die Rolle einer labbrigen Toastscheibe, die in Ermangelung von Händen und Füßen mehr schlecht als recht mit der Umgebung interagieren oder sich fortbewegen kann. So kriecht, schlingert und eiert man unter Kontrolle des Spielers in Richtung Toaster, vorbei an Hindernissen und Ameisen, stets um die eigene Essbarkeit besorgt. Hat man die bewusst verschwurbelte Steuerung erst einmal verinnerlicht, bietet die Toast Odyssey jedoch zu wenig Abwechslung, um als vollwertiger Geschicklichkeitstest zu funktionieren. Trotzdem ein Toast auf absurde Spielideen. Mit der Chronicles-Trilogie geht die Assassin's Creed-Reihe spielerisch und inhaltlich neue Wege. Die Auftaktepisode führt PC, PS4 und Xbox One-Besitzer nicht nur ins China des 16. Jahrhunderts, sondern auch ins 2D-Jump'n'Run-Genre. Mit der Ex-Konkubine Xiao Jun geht's gegen den Templerorden. Die Action wurde bis auf wenige Ausnahmen in die Horizontale verlegt und auf wenige Manöver beschränkt. Laufen, schleichen, klettern, springen, verstecken, meucheln und reichlich Gebrauch von Wurfdolchen und anderen Ablenkungen machen. Das alles muss hier pixelgenau sitzen. Leider spult der China-Trip die Assassin's Creed-Markenzeichen ebenso uninspiriert wie emotionslos herunter, ohne ihnen eine eigene Note zu verpassen oder nennenswerten Charme zu versprühen.